Hausziegen gehören neben den Hunden, den Katzen und den anderen Tieren zu den bekanntesten Haustierrassen, die es bei uns auf unserem Planeten gibt. Hausziegen stammen von der Bessoa-Ziege ab. Das ist eine Wildziegenart, aus der dann alle Hausziegenformen hervorgegangen sind. Die allgemeine Zähmung der Ziege geht wahrscheinlich vor den 11. Jahrtausend vor Christus zurück und ist mitunter neben Hunden und Katzen eine der ältesten Domestizierungen, die es auf unserer Weltgeschichte gibt. Obwohl die braunen Ziegen heutzutage als Gamesfarben bezeichnet werden, gibt es jedoch Ziegen in vielen unterschiedlichen Variationen und Farbformen. Aus genau diesen Farbformen hat man sich noch weitere Ziegenrassen gezüchtet. Eine der häufigsten Farben ist unter anderem weiß, manchmal auch gescheckt. Und auch schwarze Ziegen sind in die selektive Zuchtmethoden der Ziegenzucht mit reingefallen. Ziegen haben heutzutage sehr viele Farben und Formen entwickelt, aber die braunen Hausziegen kommen ihren wilden Verwandten tatsächlich noch am nächsten. Unsere heutigen Hausziegen wurden für mehrere Zwecke gezüchtet. Zu einem geben sie gute Ziegenmilch, welche man tatsächlich zu Käse verarbeiten kann. Unter anderem ist auch ihr Fleisch sehr nahrhaft. Die Haut von Ziegen zum Beispiel wird auch heute noch für Leder verwendet. Von anderen Ziegenrassen werden zum Beispiel auch die Haare verwendet, zum Beispiel Angora-Ziegenwolle, welche etwa genauso wie Schafe einmal im Jahr runtergeschert werden und das Fell dann zur Weiterverarbeitung genutzt wird. Heutzutage werden aber die Ziegen tatsächlich auch zur Eindämmung von Pflanzen verwendet. Dadurch, dass Ziegen mit nahezu jeder Pflanzenkost klarkommen, werden sie tatsächlich in der Landwirtschaftspflege mitverwendet. Wenn man zum Beispiel mal an der Autobahn entlang gefahren ist und zum Beispiel an einem Hügel ganz viele Ziegen sieht, die zum Beispiel Gras abweiden müssen, dann sieht man auf jeden Fall viele Tiere, die damit beschäftigt sind, einen bestimmten Pflanzenwuchs zum Beispiel klein zu halten, damit zum Beispiel das Gras sich weiter ausbreiten kann oder andere Pflanzenarten dadurch nicht verdrängt werden. Mit Hilfe der Ziege hat man sich ein sogenanntes Arbeitstier geschaffen, welches heute in jeder Sparte zugänglich ist, sogar als Assistenztier, für Blinde zum Beispiel. Auch wenn sowas eher weniger angetroffen wird, sind tatsächlich Blindenziegen ein Ding. Dadurch, dass Ziegen tatsächlich lernen können und eine ähnliche Intelligenz aufweisen können, wie zum Beispiel Hunde es tun.